Uns tangiert nicht, was eine Mainstream oder eine Gesellschaft aus einem Menschen oder einer Bewegung gemacht hat und welche Geschichte sie um einen Wissenden und seine Wegbegleiter herum gestrickt haben, um in Wahrheit die Aufmerksamkeit vom Wesentlichen abzulenken. Bestes Beispiel, auch eine RAF, eine der ersten Freiheitsbewegungen, die die BRD entlarvte, und dann vom Verfassungsschutz unterwandert wurde und der damit die Bewegung kriminalisierte und zur Terrorgruppe abstempelte? Vor allem tangiert es uns nicht, was viele glauben zu wissen, aber nicht wissen, über einen wohl tatsächlich erleuchteten Wissenden, der das komplette System bereits damals, schon in den 80er Jahren, zur Verzweiflung brachte und es in pure Panik versetzte, so sehr, dass sie auch ihn beseitigen mussten, um ihn zu stoppen. Er wusste, wie wir und unsere treuen Freunde hier inzwischen auch, die Person ist nur eine Maske, die es unbedingt braucht, denn die Personifizierung von allem und jedem erzeugt ein Gefängnis für die Masse, welche undurchdringliche Gitter und Ketten bildet, die nur sehr schwer zu überwinden sind. All dies war bereits schon einem, dem viele folgten, vor sehr langer Zeit klar. Dieser Wissende musste verschwinden, mit FBI und aller Macht des sogenannten Staates, dem Arm der Fiktion. Was uns interessiert, wir wollen ohne Schnörkel und ohne Ablenkung die Wahrheit ans Tageslicht bringen. Denn wenn man möglichst neutral und unvoreingenommen an etwas herangeht, kommt man zu völlig anderen Ergebnissen wie jene, die einem vom System brühwarm und leicht verdaulich serviert werden. Er, dieser erleuchtete Wissende mit bürgerlichem Namen Chandra Mohan Jain, der zudem einen nach allgemeingültigen Maßstäben ausgesprochen systemkonformen Werdegang vorzuweisen hatte, der also lange auch als anerkannter Professor an einer Uni lehrte, durchschaute beinahe alles. Er stellte unter anderem fest und enttarnte damit diese Person Jesus, seine Kreuzigung, die Paradiesgeschichte. Ich erinnere an unseren Beitrag zum Fliegenpilz, Paradies, Rollentausch von Schlange und Gott. Er enttarnte Buddha, Krishna, sämtliche Religionen bis in die tiefsten Abgründe. Nur ein Beispiel. Jesus sagte, Gott ist Liebe. Aber er log. Denn so machte er die Person Jesus, der selbsternannte und hernach von der toxischen Kirche ebenfalls als Messias bezeichnete, Gott bereits zur Person, Fiktion. Was für eine Blasphemie! Vielmehr müsste es heißen, Liebe ist Gott. Viel eher noch, Lieben ist göttlich. Zum besseren Verständnis ein banales Beispiel für diese seine Erkenntnis. Nicht jeder Vogel ist ein Sperling, aber ein Sperling ist ein Vogel. Wenn so, wie wir es tituliert haben, ein Sperling zu der Gattung der Vögel gehört und das die Wahrheit ist, so ist jedoch der Umkehrschluss eine Fälschung, also eine Lüge. Denn nicht alle Vögel sind Sperlinge. Die Liebe ist nur ein Teilaspekt von Gott bzw. vom Göttlichen, denn alle Emotionen, alles ist göttlich. Aber Gott ist Liebe? In persona? Mit der Behauptung, nämlich Gott sei Liebe, wird ein Teilaspekt heraussetziert, in den Vordergrund gestellt und das wahre Göttliche wird damit bereits limitiert, filettiert, zerschnitten und auch damit mit dem Zerkleinern und Auseinanderreißen auf den Kopf gestellt. So und genau so wird die Wahrheit zur Lüge.
So stellte er bereits als junger Student seinem damaligen Professor nur eine simple Frage, die diesen völlig desillusioniert und ohne Antwort zurückließ. Er fragte: Wenn, wie du in deinen vielen Büchern und in deiner Lehre ausführst, Gott perfekt ist, dann ist er tot. Denn alles, was nicht im Prozess der Veränderung und des Wachstums ist, kann nur tot sein. Eine Blume blüht und bildet immer wieder neue Blätter und Blüten aus, weil sie lebt. Wäre sie hingegen perfekt, braucht es keine Veränderung mehr. Sie entwickelt sich nicht mehr. Dann ist sie tot. Also meine Frage, ist Gott nach deiner wissenschaftlichen Betrachtung also tot? Sag doch einfach, Gott ist tot. Aber das konnte er nicht. Ebenso wenig, wie er seine Ausführungen, Gott sei perfekt, widerrufen konnte. Ein Paradoxon, eine klassische Zwickmühle, vielmehr aber der Beweis, Gott in persona gibt es nicht. Viele Lehrer fragten ihn, du sprichst gegen Gott, hast du keine Angst? Was, wenn es ihn doch gibt? Und er erwiderte, warum soll ich vor etwas Angst haben, was es nicht gibt? Ich bin. Gott ist nicht. Wenn, dann sollte er als Person Angst haben. Warum sollte ich Angst haben? Denn ich bin, ich war und ich werde sein. Und ganz im Gegenteil führte er aus, ich erhöhe Gott zur Göttlichkeit, denn er dürfte kein billiger Hollywood-Schauspieler oder Darsteller sein. Von denen gibt es mehr als genug, die gut oder schlecht nur eine Rolle hinter einer Maske spielen. Weitere Zitate. Da gibt es keinen Schöpfer. Die Schöpfung ist sich selbst genug. Es braucht keine externe Agentur, um etwas zu schaffen. In dem Moment, wo Sie eine externe Agentur akzeptieren, um es zu erstellen, entsteht ein Teufelskreis. Denn die Überlegung ist, wie kann eine Existenz existieren, ohne von jemandem erschaffen zu werden? Aber das ist die Argumentation von allen Religionen. Wenn Sie diese Argumentation akzeptieren, stellt sich die Frage, wer hat denn Gott erschaffen? Wenn aber Gott da sein kann, ohne erschaffen zu werden, was ist dann das Problem? Dann nämlich kann Existenz da sein, ohne erschaffen zu werden. Du akzeptierst grundsätzlich, dass etwas da sein kann, ohne erschaffen zu werden. Warum also unnötigerweise von A nach B, von C zu D gehen? Das sind alles Hypothesen. Gott A erschafft Gott B erschafft Gott C. Das ist doch völlig überflüssig und unnötig. Die ganze Theologie ist einfach Unsinn. Es beginnt mit Gott. Theo bedeutet Gott und Logie bedeutet Logik über Gott. Das ist ein Widerspruch in sich. Das Wort Gott ist gefährlich. Besser, man lässt es einfach weg. Viel lieber würde ich es reines Bewusstsein nennen. Nur Bewusstsein. Oder wenn man so sehr an dem Wort Gott hängt, dann nenne es Göttlichkeit. Aber mache es nicht zum Substantiv. Mache es zu einer Qualität. Gottseligkeit ist vollkommen in Ordnung. In dem Moment, wo man es zum Substantiv macht, tötest du es. Weil man beendet damit das Wachstum. Substantive wachsen nicht. Nur Verben wachsen. Die Christen sagen, Gott erschuf die Welt. In der Tat ist diese Hypothese Gottes notwendig für die Schöpfung. Die Welt ist da, also muss sie niemand erschaffen haben.
Wer auch immer sie erschaffen hat, dieser Schöpfer ist Gott. Aber ist dir die Konsequenz dessen klar? Wenn die Welt erschaffen wurde, kann es keine Evolution, keine Entwicklung geben. Evolution bedeutet, dass die Schöpfung weitergeht. Erinnere dich an die christliche Legende. Gott erschuf die Welt in 6 Tagen. Am 7. Tag ruhte er. Seither ruht er sich aus. Die ganze Schöpfung vollendete er. Aber von woher und wie sollte dann eine Evolution möglich sein? Schöpfung bedeutet, alles ist fix und fertig. Gott zog einen Schlussstrich am 6. Tag. Damit gibt es keine Möglichkeit mehr für Evolution oder Weiterentwicklung. Evolution beinhaltet, dass Schöpfung unvollständig ist. Nur dann ist nämlich eine Weiterentwicklung möglich. Aber Gott kann keine unvollendete Welt erschaffen haben. Das entspricht nicht seinem Wesen. Er ist vollkommen und alles, was er vollbringt, ist vollkommen. Weder entwickelt es sich weiter, noch die Welt entwickelt sich weiter. Stillstand bedeutet aber Tod. Aus dem Grund waren die Päpste zunächst strikt gegen Darwin, denn mit seiner Idee, Theorie, tötete er ihren Gott. Aber die Existenz ist immer unvollkommen, denn nur dann kann es sich weiterentwickeln. Es wird und kann niemals vollkommen sein. Und nochmal, Gott vollendete sein Werk am 6. Tag. 4004 Jahre vor der Geburt Jesus Christus. Es muss der 1. Januar, ein Montag gewesen sein. Ironiemodus. Wir schaffen es, Gott allem anzupassen. Was wir geschaffen haben, er musste sich sogar dem Kalender anpassen, unterordnen. Wenn du mich fragst, muss es Montag, der 1. April gewesen sein, ein Aprilscherz. Äußerst passend für die Schöpfung einer vollkommenen Existenz, die fix und fertig ist. Wenn aber Evolution, Weiterentwicklung nicht möglich ist, dann verliert das Leben jeden Sinn. Zitat Ende. Was ist der Sinn des Lebens oder wer oder was ist Gott? Diese Fragen sollst du unbedingt stellen. An diesen Punkt im Leben kommt irgendwann beinahe jeder frustrierte Mensch zwangsläufig. Denn diese künstlich erschaffene Welt produziert Frustration. Aber allein die Frage, wer oder was ist Gott, zielt ab auf eine Personifizierung des Göttlichen, was in Wahrheit unmöglich ist und was dich strategisch und planmäßig vom Göttlichen entfernt und automatisch frustriert. Noch übertroffen von den religiösen Fanatikern, welche sich selber als personifizierte Stellvertreter Gottes auf Erden betiteln, um ihre Machtfantasien weiterhin zu manifestieren und zu erhalten. Diese Frage hingegen sollst du auf keinen Fall stellen. Wer bist du? Wenn ich nicht weiß, wer ich bin, dann diene ich dir. Wenn ich weiß, wer ich bin, dann bin ich du. Ich bin göttlich, aber ich glaube nicht an einen Gott. Gott ist eine Fiktion, Person, eine Erdichtung der Menschen. Göttlichkeit hingegen ist eine Qualität und keine Fiktion. Eine simple Wahrheit, die Abhängigkeit der Massen und der daraus entstehende Herrschaftsanspruch einiger weniger, die wissen, kann nur so entstehen und aufrechterhalten werden, nämlich durch Personifizierung von allem und jedem, insbesondere auch von Gott. Das schafft Verunsicherung und macht dich verrückt, raubt dir den Verstand
Und nur so kann dir die Erkenntnis, wer du wahrhaftig bist, entzogen werden, was dich zum perfekten Diener macht. Selbst Onkel Google erklärt, Verben werden zu Nomen. Ist ein Lebewesen oder kann man es anfassen, dann ist es ein Nomen. Ist es eine Tätigkeit oder ein zugehöriger Zustand, ist es ein Verb, so Google. Mit dem Prozess, aus einem Verb ein Nomen zu erschaffen, ist aber das Lebewesen keines mehr. Dann ist es personifiziert, hat einen Namen, dann ist es tot. Und so müsste die Personifizierung der Blume, solange sie wächst, gedeiht und sich immer wieder verändert, als blühende beschrieben werden. Die Vermutung, dass in der Sprache unserer Vorfahren eher wenig bis sogar keine Nomen, sondern Verben verwendet wurden, ist dabei gar nicht so abwegig. Denn unsere Vorfahren galten als die Bewahrer des Lebendigen und als Gärtner der Erde. Die Natur war ihre Religion. Einfach mal drüber nachdenken, warum mit aller Macht eine Rechtschreibreform nach der anderen durchgepeitscht wurde und wird. Darüber genauer nachzudenken, mag für den einen oder anderen zunächst zu hoch sein, wenn nicht sogar nach seinem Empfinden sehr abgehoben daherkommen. Aber so funktioniert ein wacher, klardenkender Geist und offenkundig auch der Geist von jenem, der uns hierzu inspirierte, der eine weltweite, riesige, für das System ausgesprochen gefährliche Bewegung in Gang setzte und der nebenher anerkannter Professor der Philosophie war. Nomen est omen. Der Name ist Programm oder ein Zeichen. Anmerkung, Zeichen des Tieres. Google an erster Stelle. In diesem Duden-Podcast beschäftigen wir uns mit der kulturgeschichtlichen Bedeutung von Namen und deren Zusammenhang mit dem menschlichen Wesen. Dabei geht es vor allem um das Verheimlichen und Nicht-Aussprechen der Namen von Göttern und Neugeborenen. Oha! Weiter im Text. Derjenige, der Kenntnis von dem Namen eines anderen hatte, hatte Macht über diesen. Siehe erneut das Märchen Rumpelstilzchen. So galt es auch bei dem Volke Israels als verboten, den Namen Gottes auszusprechen, da man sich so illegitim Macht über ihn angemaßt hätte. Man umschrieb ihn, den Göttlichen, mit Verben, da ein Nomen ihn begrenzt, beleidigt, wie wir nun wissen, eher sogar seinen Tod beweist. Aber zurück zu Bhagwan, später Osho. Er war anerkannter und in der Universität Jabalpur, wo er lehrte, bei seinen Studenten ein sehr beliebter Professor der Philosophie. Er lehrte 9 Jahre, kündigte dort, weil er, wie er begründete, nicht noch mehr Menschen zerstören wolle. Er wurde von der Welt und der Gesellschaft dann zum Guru, Personifizierung, hochstilisiert. Noch ein paar Zitate von ihm. Die große Angst der Welt ist die Meinung der anderen. Und in dem Moment, in dem du keine Angst mehr vor der Meinung hast, bist du kein Schaf mehr. Du wirst zu einem Löwen. In deinem Herzen taucht ein großartiger Schrei auf. Der Schrei der Freiheit. Und Aufmerksamkeit ist Nahrung, sehr subtile Nahrung. Vergiss nicht, schenke Negativen keine Aufmerksamkeit. Beachte dein Unglück nicht, sprich nicht darüber, bausche es nicht auf. Du zerstörst dich selbst damit. Es ist selbstzerstörerisch. Missachte es und wenn es missachtet wird, stirbt es. Sei ihm gegenüber gleichgültig. Gleichgültigkeit ist Gift. Wenn du es loswerden willst, übe dich darin, gleichgültiger ihm gegenüber zu werden. Kümmere dich mehr um dein Glück, schenke deinem Glück mehr Aufmerksamkeit. Selbst kleinem Glück
solltest du alle Aufmerksamkeit zuteil werden lassen. Kleine Momente. Aber du sollst deine ganze Energie darauf richten, du sollst dich völlig hineinfließen lassen. Sie werden wachsen und sie werden sich über dein ganzes Leben ausbreiten. Ganz wichtig dabei, er war weder Guru noch Lehrer. Er wurde gefragt, denken Sie, dass Ihre Lehre radikal ist? Seine Antwort lautete, ich habe keine Lehre. Mein Leben ist das eines Rebells. Ich habe keine Doktrin, keine Philosophie, keine Theologie, die ich dir beibringe. Ich habe nur meine eigene Erfahrung der Rebellion zu teilen, um dich mit Rebellion zu infizieren. Und wenn du ein Rebell bist, dann bist du keine Kopie von mir. Du wirst dann ein einzigartiges Phänomen in dir selbst sein. Alle Buddhisten versuchen, Kopien von Gautam Buddha zu sein. Er hatte eine Lehre, die lautet, wenn sie dieser bestimmten Disziplin folgen, werden sie genau wie ich. Alle Christen sind Kopien, das Original ist Jesus Christus. Ich hingegen habe gar keine Lehre, keine Doktrin, die ich dir geben könnte. Meine ganze Anstrengung besteht darin, dich aufzuwecken. Es ist keine Lehre, es ist nur kaltes Wasser, was ich dir in die Augen gieße. Und wenn du aufwachst, wirst du feststellen, dass du nicht bist wie ich, keine Kopie von mir. Du wirst nur du selber sein, weder Christ noch Hindu noch Mohammedaner. Eine einzigartige Blume, keine zwei Menschen sind gleich. Wie kann es so viele Christen, Buddhisten geben? Die ganze Geschichte ist ein Beweis dafür, was ich sage. Seit 25 Jahrhunderten haben wir Millionen von Menschen im Osten, die die Disziplin und Lehre Gautam Buddhas ausprobieren, aber kein einziger konnte ein Gautam Buddha werden. Die Natur erlaubt es nicht, dass zwei Menschen gleich sind. Die Natur ist kein Fließband, auf dem Autos produziert werden. Die Natur ist sehr kreativ, sehr innovativ. Sie erschafft immer einen neuen Menschen. Sie hat aber Millionen Menschen geschaffen, aber niemals zwei dieselben Menschen. Nicht einmal zwei Blätter an einem Baum sind genau und exakt gleich. Oder zwei Kieselsteine sind genau gleich. Jeder hat seine eigene Individualität. Ich habe keine Lehre, aber was ich erlebt habe, ist ein lebendes Phänomen, das ich mit dir teile. Keine Worte, keine Theorien, keine Hypothesen. Ich kann dir so viel Nähe geben, wie du brauchst, so wie wenn du eine brennende Kerze in die Nähe einer nicht brennenden Kerze bringst. So nah, dass das Feuer auf die nicht brennende Kerze überspringt. Die brennende Kerze verliert nichts und es hat keine Übertragung irgendeiner Lehre stattgefunden. Vielmehr hat eine Übertragung des Feuers stattgefunden. Ich möchte sagen, dass ich keine Lehre habe, aber ich habe ein großartiges Feuer in meinem Herzen und jeder, der mir nahe kommt, wird entflammt. Die ganzen Menschen hier sind nicht meine Anhänger. Sie sind nur Freunde, die an meiner Erfahrung teilhaben, die alles Falsche in sich verbrennen und die das reinigen, was ihre wesentliche Individualität, Authentizität und ihr Potenzial ist. Dies hier ist im Grunde eine alchemistische Schule, eine Mysterienschule. Ich bin kein Lehrer, ich habe keine Ideen, Konzepte. Ich bin genauso ein gewöhnlicher Mensch wie du. Aber ich habe ein Leben zu teilen, eine Liebe zu teilen für diejenigen, die bereit sind. Ich bin bereit, alles zu geben, was ich habe, und das Wesen Mensch wird auf keinen Fall versklavt. Je näher sie mir kommen, je mehr sie mich verstehen, je mehr werden sie sie selbst sein. Das ist das Wunder.
Ich glaube nicht, dass das Gehen auf Wasser ein Wunder ist. Es ist reine Dummheit. Das wahre Wunder besteht darin, dich aufzuwecken, dir die Botschaft der Freiheit zu überbringen. Freiheit von allen Fesseln. Ich ersetze deine Gefangenschaft nicht durch neue Fesseln und neue Ketten. Ich lasse dich einfach in den freien Himmel. Ich fliege mit dir eine Weile, damit du Mut schöpfst. Du brauchst keine Angst haben. Du hast auch Flügel, so wie ich Flügel habe. Du hast sie nur niemals benutzt, das hat man dir nie gesagt. Du hast Flügel. Dies ist also ein Ort, wo ich mich nach Kräften bemühe, dass sie sich ihrer Flügel bewusst werden. Sie ermutigen, sie in den unendlichen Himmel zu stoßen, der ihnen gehört. Dies ist ein ganz anderer Ort. Es ist keine Kirche, es ist kein Tempel, es ist keine Synagoge. Ich bin nicht dein Retter und ich bin nicht der Bote irgendeines Gottes. Ein Bote ist nur ein Postbote, sonst nichts. Ich habe dir keine Botschaft zu geben. Aber ich muss dir ein Feuer mitteilen. Und wenn dieses Feuer nicht radikal ist, dann kann nichts anderes auf der ganzen Welt radikal sein. Wurde er, Bhagwan, wegen all seiner Erkenntnisse und dem Mitteilungsbedürfnis, das auf sehr fruchtbaren Boden fiel, so früh, mit 59 Jahren, weggemacht, verstorben? Noch eines seiner Zitate, was dies mehr als nur nahelegt. Er meinte, es ist kein Zufall, dass Priester gegen mich sind, dass Politiker gegen mich sind, dass Eltern gegen mich sind, dass das ganze Establishment gegen mich ist, ist kein Zufall. Ich kann die klare Logik darin verstehen. Ich versuche rückgängig zu machen, was sie getan haben. Ich sabotiere das gesamte Muster dieser Sklavengesellschaft. Mut ist die Freude, gefährlich zu leben. Die Menschheit glaubt und nennt es Wissenschaft, wenn sie nur jedes Teil, jeden Aspekt bis ins kleinste seiner Teile auseinandernimmt. Sie glaubt, sie würden nur so zur Wahrheit und oder sogar zu Gott gelangen. Anmerkung, man nennt es in CERN sogar dreist Gottesteilchen. Nichts ist weiter entfernt von der Wahrheit. Beispiel, genau so soll auch die angebliche Atombombe entstanden sein. Frage dich selber. Wäre diese Entdeckung, so es sie tatsächlich gäbe, göttlich oder eher das Gegenteil? Die Frage kann sich jeder sehr leicht selbst beantworten. Ach, im Übrigen ist dieses Atombomben-Narrativ zufällig auch sehr nützlich zur Fütterung der Angst, zur vollumfänglichen Steuerung der gesamten Menschheit. Aber auch für diejenigen, die mit dem Allod der Weisheit letzten Schluss bereits gefunden haben, hat dieser Erleuchtete natürlich essentielleres Futter im Gepäck. Nochmal, schon in den 80er Jahren. Zitat: Das kollektive Unbewusstsein ist noch viel tiefer und verwurzelter als das Bewusstsein. Denn das Unbewusste ist individuell und du hast es schon angesammelt seit dem Tag, als du im Bauch der Mutter empfangen wurdest. Ich sage bewusst nicht von dem Tag, an dem du geboren wurdest. Nein, es beginnt bereits in dem Moment, wenn du empfangen wurdest. Weil nicht nur fängt schon ab da dein Körper an, sich zu entwickeln und zu wachsen, dein Geist ist genauso bereits da und fängt auch an zu wachsen. Und weiter. In dem Moment, wenn das Kind aus der Mutter kommt, ist es der größte Schock seines Lebens. Selbst der Tod kann nicht ein so großer Schock sein, weil der Tod kommt ohne Warnung. Der Tod wird wahrscheinlich kommen, wenn du unbewusst bist. Aber während das Kind aus dem Leib der Mutter kommt, ist es voll bewusst. Man könnte sagen, es ist sogar das erste Mal, dass es sich seiner selbst voll bewusst wird.
9 Monate, ein langer, friedvoller und behüteter Schlaf. Dieser wird gestört und dann wird abrupt mit einem Schnitt die Verbindung zur Mutter abgeschnitten. In dem Moment, wo man diese Verbindung trennt, hast du bereits ein angstvolles Wesen erschaffen. Auf diese Art muss das nicht geschehen, aber es wird bis heute so getan. Denn diese Vorgehensweise hat den Priestern und Kirchen geholfen, die Menschen auszunutzen und von Beginn an gefügig zu machen. Das Kind sollte von der Mutter langsam und in Stufen getrennt werden. Es sollte keinen Schock geben, was leicht zu arrangieren wäre. Grelle Lichter und die Atmosphäre tun ihr Übriges dazu, denn das Kind hat 9 Monate im Dunkeln gelebt. Es wird nicht gewartet, bis das Kind selbstständig atmet. Es wird getrennt, an den Füßen gepackt und geschlagen, damit es schmerzhaft den ersten Atemzug tut. All dies sind Traumas, die dich dein Leben lang begleiten. Man raubt dir damit deine Selbstsicherheit und vor allem deine Überzeugung, eigenständig leben zu können. Nicht du lebst dein Leben lebt dich. Nur ein erwachter Mensch, in Klammern erleuchteter, kann eines natürlichen Todes sterben. Alle anderen Tode sind unnatürlich. Nur wenig Menschen sterben einen natürlichen Tod, weil nur wenig Menschen auf natürliche Weise gelebt haben. Dann und nur dann ist der Tod eine Freude, ein Fest. Dann stirbst du ohne zu klagen. Du stirbst mit tiefer Dankbarkeit, weil das Leben dir so viel gegeben hat. Dann ist der Tod der Höhepunkt des Lebens. Zitat Osho. Wir sind Suchende. Unser ganzes Leben verbringen wir damit, noch tiefer zu graben, noch mehr echtes Wissen zu erlangen, jede auch noch so dunkle Ecke zu beleuchten. Auf diesem Weg begegnen dem Suchenden andere Suchende und manchmal sogar Findende. Nicht, dass diese Findenden absolut jeden Teilaspekt dieser Riesenlüge, die der Menschheit übergedrückt wurde, durchblickt hätten. Dafür ist ein Leben zu kurz und das des Bhagwan Osho war ganz sicher zu kurz, weshalb wir nicht allen seinen Ausführungen, insbesondere seinen geschichtlichen Meinungen oder seiner Meinung zu Klimawandel, Überbevölkerung etc. folgen. Hätte er länger leben dürfen und hätte er sich mit diesen künstlich erzeugten Problemen der Welt noch intensiver beschäftigt, wäre er mit seinem unaussprechlich wachen Geist gewiss auch zu manch anderen Ergebnissen diesbezüglich gekommen. Jedoch immer schön im Hinterkopf behalten, seine Mitteilungen und seine Erkenntnisse finden sich in den 80er Jahren. Zu der Zeit befanden sich viele von uns, mich eingenommen, noch komplett im Tiefschlaf. Noch ein Zitat. Es ist utopisch, führte er damals schon aus. Was wir im Moment haben, ist Demokratie. Es ist sicher nicht Demokratie. Die Situation ist, dass abzusehen ist, dass euch die Politiker in den nächsten 20 Jahren an den Rand des Todes bringen werden. Dann müsst ihr euch entscheiden. Und wenn ihr dann zwischen Tod und Meditation entscheiden müsst, denke ich, dass ihr euch für Meditation entscheidet. Ihr werdet euch nicht für den Tod entscheiden. Wenn die ganze Gesellschaft dahin kommt, dass jeder so angenommen wird, wie er ist, werden sich fast 99% aller Leiden einfach auflösen. Sie sind durch nichts begründet und eure Herzen werden sich von selber öffnen und eure Liebe wird fließen. Zitat Ende. So, nun abschließend möchten wir erklären, warum gerade dieser Mann dieses Thema schon bevor genauer recherchiert wurde, aktuell in unseren Fokus geriet. In den 80ern verbrachte die Autorin dieses Beitrages, man könnte sagen, in ihrer Sturm- und Drangzeit, die schönsten Nächte ihres Lebens in der Bhagwan-Disco in Köln.
Keine andere Diskothek war mit dieser vergleichbar. Die Stimmung und Atmosphäre dort war einmalig. Dann, vor wenigen Wochen, fanden wir die Dokumentation Wild Wild Country zu Bakwan. Es war dann wie ein inneres, unglaublich starkes Bedürfnis, einmal genauer nachzuforschen, zumal die Erinnerung noch sehr gut an die wundervolle Zeit, in deren Oasen des Feierns von damals präsent waren und keinen auch nur geringsten Anlass gaben, der ein ungutes Gefühl zu den Bakwans hinterließ. Ganz im Gegenteil. Und siehe da. So, nun hier noch eine bekannte und sogar mit seinem TV-Format sehr erfolgreiche Person, die uns bei unserer Recherche bestätigte. Aber bleiben wir vielleicht noch mal und sprechen noch ein paar Sätze über den Bakwan. Wie sind Sie da überhaupt zugekommen? Ich las ein Buch von dem ehemaligen Sternreporter Elton, ganz entspannt im Hier und Jetzt. Und so kam ich zum ersten Mal auf Bakwan und habe das gelesen. Was hat der alte Herr gesagt? Er hat ja nie selber Bücher geschrieben, Bakwan, sondern hat nur etwas gesagt, das wurde aufgeschrieben und das hat mir gefallen. Da dachte ich, ach Gott, guck mal an, da sagt einer, ein alter Inder, was ich immer gedacht habe, aber nie so recht habe, gewagt auszusprechen. Was war denn eigentlich die Botschaft damals? Was war die Botschaft? Das könnte ich nicht in einem Satz hier zusammenfassen. Jedenfalls nichts Aggressives. Es hatte sehr viel mit Liebe zu tun, zu allen Dingen und Menschen und zu sich selbst auch. Und natürlich, sucht nicht irgendwelche Götter, ihr seid selber Gott. Und er sagte dann immer noch, der einzige Unterschied zwischen mir und euch ist, ich weiß es, dass ich Gott bin. Jeder ist Gott. Aber ihr müsstet das lernen. So. Und jetzt geht in euch und entdeckt euch selber. Und da habe ich das versucht, mich selber zu entdecken. Ich bin immer noch dabei. Es ist sehr schwer, einen würdigen Abschluss zu finden, denn nach weit über 40 Stunden Sichtung von Filmmaterial, von Interviews und den daraus gewonnenen unschätzbar wertvollen Informationen und Weisheiten fällt es sehr schwer, das alles mal eben in der notwendigen Kürze zusammenzuraffen. Es ist ein fast unmögliches Unterfangen, allerdings hoffen wir sehr, dass aufgrund dieser, zwar leider nur unvollständigen Wiedergabe, noch mehr Menschen forschen, genauer hinsehen und dann jeder die ihnen vom System servierten Halbwahrheiten noch wesentlich deutlicher, skeptischer als gewohnt gegenüberstehen und so dann zu ihrer höchst eigenen Erleuchtung finden. Und vielleicht sogar noch einigen mehr, nämlich jenen aus den Reihen der noch Schlafenden, die so vielleicht mit all diesen Erkenntnissen dem allgemeingültigen Narrativ endlich den Rücken kehren. Zum Schluss noch ein Zitat von Bakwan. Mein dringlichster Wunsch an alle Menschen, lasst euren Zweifel nicht sterben. Glauben ist das gefährlichste Gift, denn es tötet den Zweifel.